Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und vielen Dank, dass ihr alle wieder mit dabei seid. So meine Freunde, und zwar in diesem Video geht es darum, wie ihr in Fortnite Rettet die Welt sehr schnell an Blugloh rankommt. Es gibt ja verschiedene Missionen, wo ihr Blugloh benötigt, wo ihr mehrere sammeln müsst und es ist sehr weit auf der Karte verstreut. Ich zeige euch einen sehr einfachen Weg. Vielleicht wissen das einige und für andere ist es neu und ja, deswegen will ich das Video machen, weil sehr viele mich angeschrieben haben, wie ihr das Ganze schnellstmöglich finden könnt. Und dazu springen wir jetzt direkt ins Spiel und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Los geht's! So meine Freunde, zurück im Spiel, und zwar die einfachste Möglichkeit, sehr viel Blugloh zu sammeln, ist Anomalien auf der Karte zu finden bzw. das Ganze zu zerstören. Meistens ist es wirklich genau wie jetzt in einem Randgebiet auf der Map. Einfach ganz unten schauen, es sind so blaue Symbole markiert. Seht ihr schon Anomalie, das Ganze einfach zerstören. Und ja, es kommen verschiedene Splitter raus, meistens sehr weit ganz oben oder so verstreut. Einfach einen Leiter oder so bauen, hochbauen, das Ganze mitnehmen. Zack, den ersten haben wir schon, der zweite ist direkt am Abgrund. Und bei mir ist gerade etwas chaotisch, weil ich davor noch ein Radarturm gebaut habe. So, ich bräuchte meine Bauteile wieder. Komm, jetzt sollte das Ganze wieder passen. Jawohl. Einfach, wenn es am Abgrund ist, wirklich einfach irgendwas hinbauen, dass ihr einfach rüberkommt, dass ihr nicht runterfliegt. Zack, das zweite dann mitnehmen. Und es zeigt einfach sehr schön auf der kleinen Minimap rechts oben auch, wo das Ganze verstreut ist. In dem Fall waren es drei Teile, mitnehmen. Jetzt habt ihr Blugloh und zwar 4 Stück davon und nicht nur das, sondern ihr bekommt auch noch Ressourcen. Einfach Blugloh einsammeln, Ressourcen mitnehmen. So einfach funktioniert das Ganze, meine Freunde, weil wenn ihr da mehrere Missionen habt, wo ihr es sammeln müsst, wirklich schaut nach die Anomalien, sucht die Anomalien, zerstört das Ganze. Schaut auf der Minimap, wo das Ganze verstreut ist und dann könnt ihr alles aufsammeln.